Moin liebe Rautenkicker, willkommen zu einer neuen Folge unseres Online-Trainings. Diesmal wird der Schwerpunkt wieder auf den Finden liegen. Allerdings eine Variante für Fortgeschrittene sozusagen, also die Finden sind ein bisschen schwieriger. Letztes Mal hatten wir den Ausfallschritt und den Übersteiger. Diesmal werden wir neue Finden präsentieren. Wir wissen, dass vielleicht für ganz Kleine das nicht so einfach ist, aber wir müssen natürlich auch alle Gruppen bedienen, alle Altersstufen bedienen und deshalb wollen wir auch ein bisschen schwierigere und anspruchsvollere Dinge präsentieren. Genau, nochmal zur Erinnerung, wir achten bei den Finden darauf, dass wir das erst mit einer sauberen Technik und einem langsamen Tempo ausführen und dann umso besser wir die Übungen können oder die Technik auch können, umso schneller werden wir dabei. Am Anfang geht es tatsächlich wirklich nur um die Technik, das werden wir gleich auch nochmal vormachen. Ansonsten starten wir jetzt mit der Erwärmung, diese wird wieder ein Dribbling sein. Alessandro erklärt sie kurz, ich werde sie aufbauen. Okay, bei der ersten Übung werden wir den Slalom mit unserem starken Fuß durchdribbeln. Jonathan ist Rechtsfuß, deshalb macht er es mit rechts. Wir versuchen pro Seite zwei Kontakte zu machen, benutzen die Innen- bzw. die Außenseite und versuchen hier sauber durchzugehen. Gehen locker in die Knie dabei, damit wir schneller und enger durch die Flaschen kommen, durch den Slalom. Wichtig ist, dass wir langsam anfangen, erstmal eine gewisse Sicherheit bekommen und das Ganze dann, wenn wir uns sicher fühlen, steigern. Ihr lauft 3-4 Mal hin und her, je nachdem wie viele Flaschen oder Gegenstände ihr euch aufgestellt habt als Slalom. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr das gleiche dann auch mit eurem zweitstärksten Fuß machen. Bei Jonathan weiß man nicht, welcher das ist, aber hier in diesem Fall ist es der linke. Macht er sehr gut. Wie ihr seht, versucht er sich mehr auf seinem Vorfuß vorzubewegen. Das liegt daran, dass er schneller und eleganter durch die Flaschen kommt. Ja. Und wir winkeln die Arme dabei ein bisschen an und dribbeln. Aber stopp. Als nächste Übung dribbeln wir durch den Slalom mit dem Pendel. Ja, wir benutzen nur die Innenseite, gehen leicht in die Knie. Jonathan macht das hier schon sehr gut. Er hat viele Kontakte. Nicht, dass wir ganz wenig Kontakte und eine langsame Ballführung haben. Wir können uns zwar langsam fortbewegen, aber es ist wichtig, dass der Ball jetzt ganz oft zwischen den Füßen hin und her pendelt. Macht er sehr gut. Er geht in die Knie, winkelt die Arme an, bewegt sich auf seinem Vorfuß. Auch hier könnt ihr wieder 3-4 Mal hin und her laufen. Wenn ihr das gemacht habt, macht ihr selbstständig eine kleine Pause. Sehr gut, kannst einmal aufhören. Ja, und das kann man 2-3 Mal wiederholen, je nachdem wie fit ihr seid, wie ihr euch fühlt. Ja, das ist eine weitere Variante, um ein bisschen den Kreislauf in Schwung zu kriegen. Man kann natürlich auch mit der Sohlenführung durch den Slalom gehen. Das heißt, wir tippen den Ball mit beiden Füßen immer mit der Sohle an. Sehr gut. Winkeln die Arme an. Jeder Schritt ist auch ein Ballkontakt mit der Sohle. Und wir versuchen hier sauber durch den Slalomparcours zu kommen. Hier 2-3 Mal vielleicht hin und her gehen, ist nämlich nicht so einfach. Es geht auf die Waden und es macht schneller müde als jetzt die anderen Dribbelvarianten. Deshalb, wenn ihr merkt, eure Waden fangen an zu brennen, weh zu tun, hört ihr einfach auf, macht kurz Pause und macht es dann nochmal. Du kannst auch eine Pause machen, sehr gut gemacht. Ja. Eine andere Variante ist natürlich, den Ball auf jeder Seite mit zwei Kontakten nur mit den Innenseiten zu führen. Wir benutzen aber dafür beide Füße. Das heißt, auf der rechten Seite die rechte Innenseite, vorspielen, rüberspielen, links die linke Innenseite. Wir versuchen nicht über die Objekte rüber zu gehen, sondern wirklich im Slalom auch durch die Objekte durchzulaufen. Denn wir müssen uns immer vorstellen, dass wir uns in einer Spielsituation befinden, wo wir natürlich auch nicht über den Gegenspieler rübersteigen können. Sehr gut, viele
kleine kurze Kontakte, zwei pro Seite, und wenn er um die Flaschen rumdribbelt am Ende, viele kleine kurze, geht leicht in die Knie, lässt alle Flaschen stehen. Macht er sehr gut. Auch hier vier, fünf Mal könnt ihr dahinter hin und her laufen, dann eine kleine Pause machen. Wenn ihr wollt, wiederholt ihr diese Durchgänge 2 bis 3 Mal, je nachdem, wie fit ihr seid. Und dann haben wir eine ausreichend gute Erwärmung, um mit dem Training starten zu können. In unserer ersten Finden-Folge hatten wir das als erste Finte den Ausfallschritt geübt. Einfach nochmal, um das zu wiederholen. Beim Ausfallschritt versuchen wir, das Gewicht auf ein Bein zu verlagern, den Gegner da in die Richtung zu täuschen und gehen dann mit dem Außenriss zur anderen Seite raus. Als Steigung haben wir heute den doppelten Ausfallschritt. Bedeutet, Alessandro, wenn er mit rechts schießen will, muss er als erstes rechts raus, geht dann links raus wieder, verlagert sein Körpergewicht und geht dann mit der rechten Außenseite zu der Seite raus, wo er dann das Tor schießen will oder den Pass spielen will, nach dem Offensiv 1 gegen 1. Alessandro macht es jetzt nochmal etwas schneller vor, heißt erst mit rechts geht er raus, dann geht er mit links raus, nimmt den Ball mit rechts mit und geht dann auf den Torerfolg. Dasselbe natürlich, jetzt geht es auch zur anderen Seite, heißt, wenn wir als Linksfuß links rausgehen wollen, müssen wir mit links erstmal anfangen, gehen dann aufs rechte Bein und starten dann nochmal wieder in die linke Richtung, haben dann den Kontakt mit der Außenseite und können dann in den Torabschluss gehen. Diese Form werden wir jetzt in der nächsten Übungsform auch noch üben, aber nur nochmal zur Wiederholung, macht gerne den Rundablauf 2, 3, 4 Mal vor, ohne Gegner, ohne Übung, sodass wir dann in der Übung den Ablauf gut können schon. Ja, normalerweise sagen wir immer bei einfachen Finden wie dem normalen Ausfallschritt oder auch dem Übersteiger, 1 Meter Abstand zum Gegenspieler. Stellt euch vor, ihr seid im Spiel. Wir brauchen natürlich mehr Platz und mehr Zeit, wenn wir den doppelten Ausfallschritt machen möchten. Das heißt, wir gehen jetzt auf 2 Meter Abstand zum Gegenspieler. Können wir hier heute jetzt nicht großartig zeigen. Merkt euch das aber, wenn ihr wieder rausgeht und draußen trainiert, ja, dass ihr immer, wenn ihr den doppelten Ausfallschritt machen möchtet, 2 Meter Abstand zum Gegenspieler lasst. Zusätzlich dazu auch nochmal wie in der ersten Folge gesagt, nach der Finte, wenn wir dann zum Torabschluss kommen wollen, müssen wir natürlich dann, wenn wir den Gegner ausgedribbelt haben, mit einem gewissen Tempo dann wegkommen. Wir dürfen nicht im selben Tempo bleiben, was wir dann am Anfang der Finte hatten. Die Finte werden wir jetzt in der folgenden Übung üben. Damit wir jetzt den doppelten Ausfallschritt üben können, auch in einer Situation, wo wir auf den Gegner sozusagen reagieren oder auf den Gegner zulaufen, nehmen wir jetzt einmal einen Stuhl dazu, den wir Alessandro einmal reinholen und hier in die Mitte des Raumes stellen. Alessandro hat jetzt den Stuhl reingeholt. Es wird jetzt wie folgt aussehen, dass Alessandro losdribbelt, an jeweils einer Seite des Stuhls vorbeigeht. Auf der einen Seite gehen wir rechts vorbei, auf der anderen Seite gehen wir links vorbei. Bedeutet, wenn er drüben startet, jetzt versucht er rechts vorbeizugehen. Heißt erst rechter Fuß, dann linker Fuß. Und dann geht er wieder rechts raus, versucht dann den Ball mitzunehmen, dribbelt einmal rüber. Auf der anderen Seite wird das jetzt mit links starten, heißt, damit er links rausgeht, dribbelt mit links los, täuscht nach links an, geht rechts raus und links vorbei am Stuhl. Nachdem wir das jetzt 2, 3 Mal langsam gemacht haben, starten wir das jetzt natürlich auch im erhöhten Tempo, sodass wir die Finte deutlich schneller ausführen und dann auch im Zweifel das danach Dribbeln auch ein gewissen Tempo haben wie im Spiel. Auch hier wieder darauf geachtet, dass die Arme sind angewinkelt, gehen leicht in die Knie, versuchen dann in der Finte auch nur auf den Fußballen zu stehen, gute Ballführung zu haben und die Technik dann gut auszuführen. Das machen wir ungefähr pro Seite 3, 4 Mal. Wenn wir es 3, 4 Mal gemacht haben, haben wir uns eine Pause verdient und versuchen es dann nochmal in 2 Durchgängen zu machen. Genauso wie jetzt Alessandro. Achtet nochmal darauf, dass ihr den Abstand zum Gegenstand einhaltet. Natürlich werdet ihr bei euch zu Hause nicht so viel Platz haben, aber trotzdem solltet ihr versuchen, euch den Platz zu suchen. Als nächste Finte oder als nächste Steigung einer Finte, die wir aus der ersten Folge schon bearbeitet haben oder gezeigt haben, werden wir jetzt den doppelten Übersteiger anfangen zu üben. Das wird einmal Alessandro erklären, worauf wir da Wert legen müssen. Genau. Ja, also beim Übersteiger war es ja so, dass wir als Rechtsfuß, um mit rechts zum Torabschluss zu kommen, erstmal mit links rüber gehen, das Körpergewicht verlagern, den Ball mit der Außenseite mitnehmen und dann schnell zum Torabschluss kommen. Jetzt ist es so, dass wir einen doppelten Übersteiger machen wollen. Das heißt, wir müssen jetzt als Rechtsfuß zuerst mit dem rechten Bein rüber gehen. Das heißt, wir gehen rechts rüber, links rüber und können den Ball dann mit der rechten Außenseite mitnehmen, um dann schnell zum Abschluss zu kommen. Wichtig dabei ist natürlich immer, wie ich es schon beim doppelten Ausfallschritt gesagt habe, dass wir jetzt, weil wir es doppelt machen, anstelle von einem
zwei Meter Abstand lassen zum Gegenspieler, was hier jetzt gerade auf dem engen Raum nicht möglich ist. Aber merkt euch das wieder, dass wenn ihr rausgeht und mit eurer Mannschaft trainiert oder mit euren Freunden, dass ihr versucht, wenn ihr diesen Abstand einzuhalten, wenn ihr diesen doppelten Übersteiger machen wollt. Ja, wir können anfangen ganz locker. Wir versuchen immer ein bisschen in die Knie zu gehen. Fußballer gehen immer in die Knie, damit die Bewegungen schneller funktionieren. Die Rechtsfüße machen sie jetzt einfach mal so, dass sie rechts und links rüber gehen und immer den Ball ein bisschen mit nach außen nehmen, um diese Bewegung mit dem Außenriss, mit der Außenseite sauber lernen und ausführen können, damit wir dann gleich in eine Übung gehen, wo wir das nochmal richtig anwenden können. Wichtig ist auch hier immer, das Körpergewicht wirklich zu verlagern. Das heißt, wir gehen ein bisschen runter in die Knie, damit der Gegenspieler auch ausgetrickst werden kann. Sonst bleibt er einfach stehen und fällt nicht drauf rein. Okay, weil wir natürlich beidfüßig werden wollen, machen wir es auch zu beiden Seiten. Das heißt, wir gehen jetzt erst mit links rüber, dann mit rechts und nehmen den Ball da mit der linken Außenseite mit. Wenn ihr es ein paar Mal gemacht habt und gemerkt habt, dass ihr Sicherheit bekommen habt, macht ihr eine kurze Pause. Wir bauen jetzt eine Übung auf, um diesen Trick einmal richtig vorzumachen, zu demonstrieren, damit ihr es zu Hause nachmachen könnt und euch weiterhin verbessern könnt. Um den doppelten Übersteiger jetzt aus der Bewegung zu üben, nehmen wir zwei Flaschen, die andersfarbig sind. Wir haben jetzt einmal rot, einmal grün genommen. Okay, die Flaschen sind jetzt hingestellt. Alessandro startet jetzt von seinem Ausgangspunkt, versucht zwei Meter vor diesen Flaschen den doppelten Übersteiger zu machen. Ich werde ihm die Farbe ansagen, worum er dribbeln muss. Bedeutet, wenn er zur roten Flasche dribbelt oder dribbeln muss, muss er mit dem doppelten Übersteiger rechts raus, umgekehrt links bei grün. Wir werden das jetzt jeweils auch einmal auf der rechten als auch grünen Seite einmal langsam machen und dann in die Reaktion gehen und dass es dann auch schneller aussieht. Alessandro startet jetzt einmal mit dem linken Übersteiger, also grün, fängt an, links, rechts, links, geht außen vorbei, dribbelt wieder in die Mitte rein. Dasselbe macht er jetzt mit rechts, auch wieder langsam rechts, links, rechts, geht außen vorbei, geht wieder in die Mitte. Genau dasselbe könnt ihr auch zu Hause zwei, drei, viermal langsam machen, damit ihr in den Ablauf, in das Tempo reinbekommt. Wenn ihr das dann habt, vom Ablauf her, starten wir jetzt mit einem erhöhten Tempo, und so, dass wir auch dann eher auf die Kommandos reagieren müssen. Alessandro startet, rot. Tempo ist gesteigert, vorbeigegangen, sehr gut, und Tempo wieder zurück. Und eine kurze Pause nehmen, dass wir wieder den Puls runterfahren, und dann starten wir wieder mit rot. Sehr gut, vorbeigegangen, Tempo stark, um die Flasche rumgedribbelt. Und beim Dribbling auch nochmal, wie in den vorherigen Folgen, beachten, dass wir da eng mit einer guten Ballführung rumdribbeln. Grün, geht außen vorbei, dribbelt rum, sehr gut. Machen wir noch zwei Durchgänge, grün, sehr gut. Und den letzten Durchgang mit rot, sehr gut, vorbeigegangen. Und absolviert. Genau, jetzt, das machen wir dreimal in der Menge. Also wir haben ungefähr fünf Durchgänge. Nach jedem fünften Durchgang nehmen wir uns eine kurze Pause, weil es doch anstrengend ist, weil es eine kurze Distanz ist, wo wir das Tempo dann doch im erhöhten Lauftempo anziehen und so auch den Puls hochfahren. Wenn wir die Pause genommen haben, machen wir nochmal zwei Durchgänge, fünf Übungsdurchläufen, und dann am Ende haben wir die Übung dann geschafft. Ihr könnt es natürlich auch öfters machen. Umso öfter ihr macht, umso besser wird die Ausführung. Wir wollen euch jetzt einmal kurz zeigen, was es noch so für Finten gibt. Wir sind jetzt auf den Ausfallschritt und auf den Übersteiger eingegangen, auch in der doppelten Variante davon. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Finten, die man anwenden kann. Wir wollen euch hier ein paar vorstellen, sodass ihr euer Repertoire an Tricks ein bisschen erweitern könnt. Für all diese Tricks brauchen wir nicht viel Platz. Das kann man im Wohnzimmer machen, das kann man auf dem Flur machen, in eurem Kinderzimmer, wenn ein bisschen Platz da ist. Wichtig ist ja sowieso, bei solchen Tricks, dass man eine saubere Technik hat. Eine saubere Technik hat man dann, wenn man nicht zu viel Platz benötigt, um die verschiedenen Finten oder Bewegungen auszuführen. Ja, wir fangen an mit dem ersten Trick.
Als erste Finte benutzen wir jetzt dafür unsere Sohle und die Innenseite. Zum langsamen Ablauf ist es wie folgt, dass wir den Ball rüber auf die eine Seite ziehen, den Fuß absetzen, den Ball dann mit der anderen Innenseite nach vorne passen und dann im schnellen Ablauf das Tempo verschärfen. Bedeutet, ich habe jetzt meinen Gegenspieler vor mir, in diesem Fall im Zweifel Alessandro, dribbel an, ziehen zur Seite weg, gehen mit Tempo vorbei. Dasselbe würde ich jetzt auf der anderen Seite mit der linken Sohle machen. Ich dribbel an, ziehen rüber, setze den Fuß ab, gehe mit rechts vorbei. Bedeutet für diejenigen, die den Ball direkt auf dem rechten Fuß haben wollen und damit rechts den Abschluss haben wollen, müssen mit links den Trick machen, also mit linken Sohle rüberziehen, dass wir ihn direkt aufs rechts haben. Umgekehrt, die Linksfüßler müssen ihn mit rechts direkt machen und dann mit links an dem Gegner vorbeilaufen. Das ist eine der Finten, die wir haben. Eine weitere Finte von Alessandro ist die folgende. Von mir? Okay. Die nächste Finte, die wir haben, ist jetzt zum Beispiel den Pendel. Wir haben ihn ganz, ganz oft trainiert, schon zum Warmmachen. Ist ein sehr, sehr effektiver Weg, auch um Gegner auszuspielen. Ja, also ihr wisst, langsam in die Knie gehen, das ist der Pendel. Man kann den Pendel auch als Finte ansetzen. Das heißt, ich bin Rechtsfuß, ich möchte mit rechts zum Abschluss kommen. Ich dribbel auf den Gegner zu, wir haben wieder einen Meter Abstand zum Gegner, in diesem Fall ist es jetzt Jonathan. Ja, ich mache rechts, links und bin weg. Wir gehen sofort ins Tempo, können den Ball dann mitnehmen mit der Innenseite des rechten Fußes, wenn wir mit rechts anfangen. Links spielt rüber, also rechte Innenseite spielt auf die linke spielt wieder rüber und die rechte Innenseite nimmt den Ball mit und wir können schnell zum Abschluss kommen. Ja, ich mache es noch einmal in schnell vor. Würde dann so aussehen, der Rechtsfuß fängt im besten Fall mit rechts an. Man kann es auch andersrum machen, aber es ist ein sehr, sehr effektiver Weg, um den Gegner auszuspielen. So schnell kann kein Gegenspieler schalten. Man ist einfach weg und kann bestmöglich ein Tor spielen oder auf jeden Fall eine gefährliche Situation erzeugen für seine Mannschaft. Für unsere erste Finte benötigen wir die Sohle, sowohl die Innenseite. Vom Grundablauf ist es wie folgt. Ich habe die Flasche als mein Gegenspieler, ich dribbel an. Nehme die Sohle meines Fußes, mit dem ich jetzt das ausführen will, ziehe rüber, setze den Fuß ab, nehme den Ball mit der Innenseite dann mit. Mache dasselbe nochmal mit dem anderen Fuß vor. Heißt, ich dribbel an, mit der Sohle rüberziehen, setze den Fuß ab, spiele wieder nach vorne, verschärft dann das Tempo. In schnell sehe das wie folgt aus. Für die Rechtsfüßler oder die den rechten Fuß als starken Fuß haben, müssen wir mit links andribbeln, Sohle absetzen, Tempo weg, damit wir den Ball direkt auf dem rechten Fuß haben. Als Linksfüßler müssen wir das wie folgt machen, dass wir mit rechts andribbeln, Sohle rüberziehen und dann mit Tempo hier weggehen. Die zweite Finte wird eine Finte sein, wo wir den Pendel einsetzen. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass wir beim Warmmachen oft den Pendel benutzen. Also diese Bewegung, wo wir nur die Innenseiten nehmen, die Knie leicht anbeugen. Auch da kann man gut an Gegenspielern vorbeikommen. Ich werde es jetzt einmal demonstrieren an der Flasche, die somit als Gegenspieler hier dient. Wichtig ist halt immer, dass wir einen Meter Abstand ungefähr einhalten zum Gegner. Ich mache es einmal ganz langsam vor. Wir brauchen wirklich nur die Innenseiten. Wir dribbeln an. Ich bin Rechtsfuß. Spiel mir den Ball mit der rechten Innenseite auf die linke, mit der linken wieder auf die rechte und nehme den Ball mit der Innenseite des rechten Fußes mit in den Lauf und versuche dann das Tempo ein bisschen zu verschärfen. Ich mache es noch einmal vor. Rechts, links, weg. Und das Ganze dann im Tempo. Wichtig ist jetzt, dass wir ein bisschen in die Knie gehen, damit wir schnell vorbeikommen. Das sind dann drei kurze Ballberührungen. Wie wir schnell am Gegner vorbeikommen. Ihr könnt euch sicher sein, dass das zu schnell wird für einen Gegner, für den Abwehrspieler. Er rechnet damit nicht und ich glaube, damit schafft ihr ein gutes Überraschungsmoment, um euren Gegner auszutricksen. Eine weitere Finte ist die sogenannte Sedan-Drehung, andere nennen es wohl auch das Roulette. Ja, wir benutzen dafür unsere Sohlen, dribbeln auf den Gegenspieler zu. Ich bin Rechtsfuß, das heißt, wenn ich drauf zudribbel, halten wir wieder ungefähr einen Meter Abstand, gehen mit der rechten Sohle drauf als Rechtsfuß, drehen den Oberkörper nach links, springen und ziehen den Ball mit der linken Sohle am Gegner vorbei, um den Ball dann sauber mitzunehmen. Ich mache es nochmal von dieser Seite.
Wir dribbeln drauf zu, springen rauf mit der anderen Sohle und gehen am Gegner vorbei. Wichtig ist dabei, dass wir es nicht zu schnell machen. Man kann dabei leicht umkippen, umfallen, wenn man da noch gar nicht die Koordination, also die Beweglichkeit für hat. Deshalb macht es erstmal langsam, tastet euch ran. Wer es dann schon ein bisschen sicherer kann, kann es dann auch ein bisschen schneller probieren. Und dann sind wir am Gegner vorbei. Ich mache es noch einmal. Und dann sind wir weg. Wenn ihr Champions League guckt, Bundesliga guckt, HSV guckt, werdet ihr mit Sicherheit einige Spieler sehen, die gerade jetzt technisch auch ein bisschen besser sind, die auch manchmal, wenn es sehr, sehr eng sind, wenn viele Gegenspieler da sind, diesen Trick anwenden, um die Situation zu lösen und den Pass dann weiterspielen zu können zu seinem Mitspieler oder auch aufs Tor schießen zu können. Als vorletzte Finte haben wir jetzt die Schussfinte. Das ist eine relativ simple Finte. Wir tauschen einen Torschuss an oder einen Abschluss, gehen dann zu der Seite raus, wo wir den Ball gerade führen. Ich würde das jetzt mit dem rechten Fuß vormachen. So wie Alessandro immer sagt, habe ich zwei starke Füße. Tatsächlich mache ich es aber wirklich jetzt mit meinem stärkeren Fuß. Also wir dribbeln an, ungefähr auch wieder einen Meter vor unserer Flasche, also unserem Gegenspieler. Ungefähr einen Meter davor holen wir aus, gehen dann ganz so weit weg, also mit dem Außenriss, und versuchen dann im Spiel auch unser Tempo zu verschärfen. Heißt nochmal, bestmöglich auch dann, wenn wir Stürmer sind, ausholen, zur Seite weg, mit Tempo dann den Außenriss benutzen. Das kann man jetzt vom Tempo noch mehr steigern. Heißt, wenn wir aus der Bewegung hier rauskommen, heißt den Tusch angetäuscht haben, dass wir hier dann in die Querbewegung wirklich einen leichten Sprint reingehen, dass wir dann zum Torerfolg oder am Gegner vorbeilaufen können. Die nächste Finte, die wir euch zeigen wollen, könnt ihr bei Cristiano Ronaldo immer sehen. Ist eine sehr effektive Finte für Flügelspieler, gerade die, die rechts oder links außen spielen, mit Tempo auf den Gegner zugehen, haben da die Möglichkeit, den Gegner so zu schneiden, dass sie, anstatt dass sie außen weitergehen, direkt Richtung 16er gehen und vielleicht dann auch schnell zum Torabschluss kommen oder ihren Sturmpartner einsetzen können. Wir machen es einmal langsam vor. Dazu machen wir es natürlich eigentlich aus dem Laufen. Jetzt dribbeln, ziehen den Ball mit der Innenseite spielen den Ball mit unserer Innenseite des starken Fußes hinter unserem Standbein sozusagen längs und wechseln so die Richtung und können den Ball dann mit der Außenseite des anderen Fußes sauber mitnehmen und direkt ins Tempo gehen. Ich mache es noch einmal langsam vor. Ich als Rechtsfuß würde so einen Trick natürlich eher auf der rechten Außenbahn starten. Nehme den Ball dann sauber mit der linken Außenseite mit. Man kann es natürlich auch als Linksfuß machen, das heißt, wir nehmen den linken Fuß, dribbeln an, ziehen nach rechts rein. Ja, das ist einfach eine Finte, die sehr effektiv ist, gerade wenn wir im hohen Tempo auf den Gegenspieler zulaufen. Rechnet keiner mit. Guckt euch das an, wie Cristiano das macht, oder guckt hier zu und dann könnt ihr das alles lernen. Als letzte Übung haben wir uns für euch ausgedacht, dass wir jetzt die Finten anhand eines Gegenspielers trainieren und diese auch aus dem Laufen in ein gewisses Tempo dann kommen. Als Gegenspieler haben wir hier jetzt unseren Mülleimer. Ihr könnt auch zu Hause einen Wäschekorb oder andere Gegenstände nehmen, die etwas größer sind, auch wo ihr herausgefordert seid, wirklich am Gegenspieler vorbeizudribbeln. Alessandro wird jetzt die Finten durchgehen. Er wird dies jetzt schon in einem hohen Tempo machen. Ihr zu Hause sucht bitte für euch euer eigenes Tempo, was erstmal nicht so hoch ist, wenn ihr gerade damit anfangt, die Übung durchzugehen oder die Finten durchzugehen. Wenn ihr die Finden dann könnt, steigert ihr euer Tempo, sodass ihr dann am Ende im Zweifel beim Tempo von Alessandro rauskommt. Alessandro startet jetzt mit dem doppelten Ausfallschritt. Ich werde die Finte immer von hier machen, aus Platzgründen, nur dass ihr Bescheid wisst. Normalerweise würden wir es jetzt von beiden Seiten machen. Ich werde aber immer wieder zurücklaufen und von hier an. Ja, doppelter Ausfallschritt. Doppelter Ausfallschritt, höchstes Tempo, was geht. Sehr gut, geht vorbei. Tempo ist hoch, ist erst mit dem rechten Fuß rausgegangen, dann mit dem linken und dann noch mit dem rechten. Wie Alessandro gerade schon angesprochen hat, von der anderen Seite wäre es genau andersrum, dass wir mit links erst rausgehen, dann wieder nach rechts und dann nochmal mit links. Alessandro macht das jetzt noch zwei, drei Mal in diesem Tempo. Achtet auf den Abstand zum Gegenstand, wenn ihr den Platz habt, bestmöglich 1 Meter, vielleicht auch 2 Meter, dass ihr dann auch wie im Spiel den Platz zum Gegenspieler habt und auch dort vorbeikommt. Alessandro hat noch einen letzten Durchgang für den doppelten Ausfallschritt und startet dann schon mit dem Übersteiger. Genau, Übersteiger genau dasselbe. Wenn wir zu der einen Seite rausgehen, fangen wir erst mit rechts an, gehen dann mit links rüber und gehen dann wieder mit rechts raus.
Auch hier achtet auf den Abstand zum Gegenspieler. Hier bei uns ist es das Problem, dass wir einen geringen Platz habt. Ihr im Zweifel zu Hause auch, aber deshalb, wenn ihr jetzt aufs Feld wieder rausgeht, 2 Meter Abstand zum Gegenspieler haben, sodass ihr dann wirklich auch dem Gegenspieler vorbeikommt. Alessandro hat noch 2 Durchgänge. Rechts, links, rechts geht vorbei. Auch hier, wenn wir rausgehen, mit dem rechten Außenriss den Ball mitnehmen, dann ins Tempo reingehen, Tempo steigern, auf dem Platz gegen den Gegenspieler. Letzter Durchgang für ihn beim Übersteiger. Übersteiger, Übersteiger vorbeigegangen, sehr gut. Jetzt kurz zurück, hatte eine kurze Pause. Nehmt ihr euch die auch. Als nächste Finte haben wir jetzt, dass wir mit der Sohle den Ball auf unseren Fuß rüberziehen, an dem Ball dann vorbeigehen. Er macht es mit links, geht mit rechts vorbei. Hier auch ganz wichtig schon gesehen, dass wir den Fuß absetzen, nachdem wir die Sohle benutzt haben, halt wirklich den Ball oder den Körper in die Richtung reinbewegen, wo wir hinwollen, den Ball damit rechts mitnehmen. Das noch 2-mal für Alessandro, heißt links nach vorne andribbeln, rechts rübergehen und dann noch ein letzter Durchgang. Links andribbeln, rüberziehen, rechts vorbei. Sehr gut. Auch da wieder dasselbe, fangt langsam an, steigert es dann zu Alessandros Tempo. Nächste Übung ist jetzt, dass wir den Ball mit der Innenseite hin und her passen. Alessandro fängt hier mit rechts natürlich wieder an, passt ihn sich auf dem rechten linken Fuß, zieht ihn wieder links rüber und geht dann mit rechts am Gegenspieler vorbei. Auch hier achtet auf den Abstand wieder zum Gegenspieler, dass wir hier dann im Spiel, wenn wir dann wieder spielen dürfen, auch wirklich an Gegenspieler vorbeikommen und nicht in den Gegenspieler reinlaufen. Heißt rechts, links, rechts vorbeigehen. Letzter Durchgang für ihn bei diesem Trick, dann hat er das auch schon absolviert. Rechts, links, rechts, vorbeigegangen, sehr gut. Nächster Trick ist die Zidane-Rolle. Da gehen wir rechts auch wieder am Gegenspieler vorbei, drehen uns einmal über den Ball, gehen dann wieder zur Seite vorbei. Auch hier benötigt ihr ein bisschen mehr Platz. Auf dem Spielfeld im Training würdet ihr nach der Zidane-Rolle auch mit dem Tempo wegkommen müssen unbedingt, dass wir da wirklich das Tempo aufnehmen, das Tempo verschärfen und dann direkt loslaufen. Das ist dann nochmal noch 2-mal den Trick. Genau, sehr gut. Und ein letztes Mal nochmal. Rechts, sehr gut. So, jetzt haben wir noch 2 Finten übrig. Einmal die Torschussfinte oder die Schussfinte, wo wir den Schuss antäuschen und dann zur Seite weggehen. Heißt, wir starten da zentral vom Gegenspieler, starten los, täuschen Schuss an, gehen dann zur Seite weg. Könnt im Spiel noch 1-2 Meter mehr zur Außenseite weggehen und dann wirklich den Ball mitnehmen, dass ihr dann, wenn ihr als Stürmer sowas macht, dann auch wirklich im 16er steht und den Abschluss dann suchen könnt. Alessandro hat noch 2 Durchgänge davon. Ausholen, zur Seite weg, genau richtig. Und ein letzter Durchgang. Nochmal andribbeln, Abstand einhalten, ausholen und draufgehen. Letzte Finte, die wir durchgegangen sind, ist jetzt die, die ihr von Cristiano Ronaldo kennengelernt habt. Heißt, wir dribbeln an. Ich stelle jetzt mal den Gegenspieler sozusagen weiter an die Außenbahn. Aber wir gehen mal ein bisschen rüber am besten. Dass wir davon ausgehen, dass er als Außenbahnspieler reinziehen will, geht rein und zieht den Ball mit dem rechten Fuß hinter seinem Standbein entlang und nimmt ihn dann mit dem linken Fuß mit. Genau. Auch hier wieder im Spiel, im Training verschärfen wir nach der Finte und nach der Mitnahme das Tempo, sodass wir vom Gegner wegkommen, wie es gerade Alessandro trotz geringem Platz überragend gemacht hat. Letzter Durchgang für ihn und für euch auch. Sehr gut. Damit hat er sich jetzt die Pause verdient. Nimmt, wenn ihr tatsächlich auch 4 bis 5 Durchgänge von jeder Finte macht, nehmt euch mehr Pausen jetzt danach. Wirklich dann 1-2 Minuten runterkommen, sich erholen und dann das dann nochmal starten. Ansonsten pickt euch zu Hause 1-2 Übungen raus, wiederholt sie immer öfter, steigert das Tempo und geht dann zu den nächsten Übungen über oder zu den nächsten Finten über. Ansonsten könnt ihr jede Übung, jede Finte mit einer Wasserflasche als Gegenspieler trainieren, das dann erstmal langsam starten und am Ende dann wirklich ins Tempo, wie wir es gerade gemacht haben oder Alessandro gerade gemacht hat, reinzugehen. Ja, das war unser Online-Training im Bereich erweiterte Finden. Ja, ein paar schwierigere Varianten haben wir euch gezeigt. Wichtig dabei ist, dass wir immer wieder wiederholen. Es gehört zum Fußball einfach dazu, dass man Abläufe immer wiederholt. Ansonsten wird man nicht besser. Nicht nur 5 Durchgänge oder 5-mal die Finte machen, sondern macht es
wirklich 5 Durchgänge, 20 Finden oder so. Man muss diese Abläufe reinkriegen. Ihr werdet sehen, ihr werdet sicherer, ihr werdet technisch stärker sein. Auf diesem engen Raum oder auch bei euch zu Hause kann man sich wirklich technisch verbessern. Ich garantiere euch oder wir garantieren euch, dass das wirklich der Fall sein wird. Ansonsten lasst gerne euer Feedback bei uns in den Kommentaren da. Ansonsten freuen wir uns auf die nächsten Folgen mit euch. Habt viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal.